Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir spielen Witcher 1, sind im zweiten Kapitel und wir sind hier bei Shani in ihrem Haus in Vizima. Was heißt ihr Haus? Ist es nicht, sondern das ist ihre Hauswirt. Und wie man sieht, hat unser Geralt ganz schön geladen. Oh. Enttankt. Der hat schwer Schlagseite, wie man sieht. Hier ist nämlich ein Fest, das gefeiert wird mit Rittersporn und Soldat, wie man sieht. Und hallo, Rittersporn. Also, wie ich schon sagte, höhere Vampire brauchen kein Blut, anders als die niederen. Weder menschliches noch sonst welches. Blut, mein lieber Monstertöter, ist wie Alkohol für sie. Wo habt ihr das erfahren? Bei den haarigen Eiern der Spinne, das stimmt. Bin ich der Einzige, der nicht mehr durchblickt? Nein, ich verstehe es auch nicht. Rittersporn, worauf wollt ihr hinaus? Geralt, ihr habt einen wahren Freund gehabt, der ein Vampir war. Hatte ich etwa auch einen Freund, der ein Drache war? Ja, auch das, der Scherz geht auf euch. Wie auch immer, es stimmt. Sein Name war Regis. Sultan kann es bezeugen. Er war euer Freund und konnte mit bloßen Händen rotglühende Hufeisen aus dem Feuer holen, ohne sich die Finger zu verbrennen. Was geschah mit diesem Regis? Emil Regis Rohelek Terziev Godefroy starb im Kampf an eurer Seite. Trinken wir auf ihn und die anderen Gefallenen. Trinken wir. Auf Caleb Straton! Auf Rotschopf! Endlich wird hier mal getrunken. Genau. Aber die anderen scheinen es besser zu vertragen. Ja. Was ist? Erzählt mir von der Schlacht von Brenna. Wir waren zu viert und mussten tausende Verwundete versorgen. Ich habe das Zelt nie verlassen. Ich bewundere euch, Shani. Es war einer der schlimmsten Tage meines Lebens. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, dass ich Soldan eingeladen habe. Ich mag ihn. Da bin ich aber froh. Und das Fest geht weiter. Habt ihr Hunger? Ein wenig. Wir haben Brot, doch wir sollten es nicht trocken essen. Wir brauchen Schmalz. Die Oma unten hat sicher einen vollen Schmalztopf. Ihr macht Witze. Die Mumie hat sicher Schmalz und vielleicht sogar eingelegtes Gemüse. Shani? Lasst euch aber nicht erwischen, Geralt. Ich bezahle sie morgen. Moment mal, warum ich? Zwerge sind nicht gerade Leisetreter. Shani würde niemals herumschleichen und Rittersporn. Also, der würde es vermasseln. Wie gut, dass ich unten schon alles abgeräumt habe. Das ist bin gleich zurück. Ja. Oder verkauft. Ja, zum Glück trägt sich's bei den Questgegenständen ein. Na gut, hier, Sultan. Erfolg gehabt. Schmalz und eingelegtes Gemüse. Mmh. Wie wär's noch mit Zucker? Sultan. Schon gut. Schmalz genügt. Schmalz und Zucker. Rittersport singt. Aha. Oh oh. Der berühmte große Bade, man höre. Na los. Ich kenne das perfekte Lied für Sultan. Das möchten wir gern hören. Singt schon. Schaut zu jenem Forste. Seht den Wolf in seiner Macht. Er hüpft vor Freude, wedelt mit dem Schwanz und lacht. Was für ein Anblick! Die Melancholie blieb ihm versagt. Gewiss ist er nicht verheiratet, sonst wär er verzagt. Im Grase sieht man, der Wolf nun hinkend geht, Blick und Gesicht nach unten gerichtet, die Brust ihm bebt. Was spielte so bös mit diesem edlen Tier? Gewiss ist's frisch verheiratet oder nun versprochen ihr. Sultan, wie geht's der werten Gattin? Keine leichte Frage, Rittersporn.
Die alten Zeiten kommen niemals wieder. Die guten alten Zeiten. Shani ist eingenickt. Trinken wir noch ein Gläschen. Dann gehen wir. Trinken wir. Genau, trink mal endlich mal was. Na, die Shani hat ganz gut vertragen zu haben. Aha. Ich soll Shani ein paar Rosen bringen, stand ja, aber da. Vielleicht nicht besser. Nicht. Aber ich sollte vielleicht vorher mal die eine oder andere Frauenträne zu mir nehmen. Wo sind sie denn? Sind nicht verstecken gut, sich. Da. Praktisch sowas, ne? Ja. Ist doch ausgesprochen praktisch. Hallo, Shani. Ja? Guck mal, ich hab was für dich. Da. Rote Rosen. Rote Rosen? Geralt, also... Ihr errötet ja. Ich bekomme so selten Blumen. Eine hübsche, junge Ärztin wie ihr hat doch gewiss genügend Bewunderer. Naja... So ein finsterer Bursche hat alle anderen verscheucht. Wenn ihr Hilfe braucht? Nein, alles in Ordnung. Er war mysteriös, auf seine Art schmeichelhaft. Wir sind ein paar Mal ausgegangen. Und wer weiß, was passiert wäre, wenn ich nicht herausgefunden hätte, dass er ein Doppelleben führt. Was meint ihr damit? Thaler, ich bezweifle, dass ihr ihn kennt. Eines Abends gingen wir auf dem Deich spazieren, als mir klar wurde, dass uns zwei Männer folgten. Sie trugen graue Mäntel über Rüstungen der Spezialeinheit. Die Mäntel sollten ihre Identität verschleiern. Sie konnten nicht wissen, dass ich an der Universität gelernt habe, ihresgleichen zu erkennen. Ich dachte, die würden uns festnehmen, aber Thaler meinte, ich solle mir keine Sorgen machen. Die Pflicht riefe ihn und wir müssten Abschied nehmen. Ich wollte ihm schon gehörig die Meinung sagen, als ich bemerkte, dass die Männer ihm Zeichen gaben. Haben Sie Salamander-Abzeichen getragen? Moment. Ich war neugierig. Daher sagte ich ihm, er hätte mir das Herz gebrochen und täuschte eine Ohnmacht vor. Thaler sagte zu den Männern, hoffentlich ist euer Anliegen wichtig. Einer von ihnen entgegnete, aber Chef, wir waren doch so gut wie unsichtbar. Thaler antwortete, ich mach deine Eier so gut wie unsichtbar, wenn ich sie dir in den Hintern schiebe. Da konnte ich nicht mehr an mich halten und pustete vor Lachen. Wie ging die Sache aus? Sie brachten mich nach Hause. Ich hörte einen der Unsichtbaren sagen, dass ihr Einsatz gegen die Salamandra misslungen wäre. Wer waren diese Leute? Voltests Geheimpolizei. Als wir einander zum ersten Mal begegnet sind, in Ochsenfurt, habe ich euch geholfen, den Agenten Redaniens zu entkommen. Die Tamerischen sind kaum besser. Da wir gerade von Ochsenfurt sprechen, wobei hat Rittersporn denn eigentlich gestört? Ich dachte schon, ihr würdet nie fragen. Aha. Ja, ich fürchte, da kriegt jetzt unsere Omi da unten, wird sie jetzt sehr nachdenklich werden. Oh. Kannst du mit dem Kopf schütteln? Sie hat sich so darauf verlassen, dass der Pater aufpasst. Ja, also diese Pater heutzutage sind auch nicht mehr das, was sie immer waren. Na gut, tschüss, Shani. Bis demnächst. Gut, ja, das müssen wir eigentlich. Haben wir hier noch was zu tun in der Stadt? Oder gehen wir jetzt in die Sümpfe und erstmal Leuwarden das Ding abkaufen und die sehr viel Rot in diese Monolithen da reinpacken oder so. Man muss auch noch Wölfe fangen. Aus ein paar Tja, Wölfe. Um die Zeit 21:30 wird vermutlich kein Fährmann da sein. Du musst erst mal nachsehen. Halt, hier geht's lang. Ich war das ja immer. Ja. Tag und Nacht im Dienst.
wie es sich gehört für einen ordentlichen Geheimdienstler. Immer im Dienst. Da unten habe ich eine Feuerstelle gesehen. Da gibt es auch eine? Ja. Seid wachsam. Da können wir ja übernachten, bis der Fährmann wieder da ist. Oder Neuwagen. Ja, den brauchen wir ja als Ersten. Und dann brauchen wir den Fährmann. Da. Langsam müssen wir mal wieder ein paar Feuersteine suchen. So oft, wie wir in letzter Zeit meditiert haben. Ja. So bis zum Morgengrauen, dann gehen wir noch ein Stündchen zu. Dann müsste es ja eigentlich passen. So. Der Flößer, der Fährmann, alle da. Mal sehen, ob Leuwarden auch da ist. Den brauchen wir ja zuerst. Verflucht, ich hab Durst. Ja? Na gut, da ist hier der. Habe ich 500 Orens. Wucherer. Obwohl das ganz schön teuer ist für einen Stein. Dann muss ich mich wohl schweren Herzens von meinem Stein trennen. Mein Ruf würde ebenso wie mein Geschäft darunter leiden, ließe ich den Handel platzen. Der Sephira gehört euch. Gut. Vielleicht mal speichern. Ja, ist ja ganz. Jetzt müssen wir nochmal mit dem Saufen anfangen. Das wäre mir gar nicht so angenehm. Wo treibt sich denn dieser Fährmann schon wieder rum? Immer hier hinten. Der denn hier? Transportdienstleistungen, günstig wie nie. Bringt mich auf die andere Seite. Die Zeit steht nicht still. Habt ihr euch entschieden? Immer mit seinen dummen Fragen. Die Zeit steht nicht still, finde ich immer so lustig. Kann's losgehen? Wie oft wollt ihr noch fragen? Zum Sumpf. Wir müssen unbedingt mal so einen Ort der Macht benutzen. Wie? Zurückspringen oder was? Ja, zum. Zu Kalkstein. Zurückspringen zu Kalkstein und mal gucken, ob das auch in beide Richtungen dann geht, wenn man mal einen benutzt hat. Das geht dann nicht nur schneller, ist auch billiger und man spart sich die Filme. Kennt man ja nur. Ist inzwischen fast etwas langweilig. Na los. So. Ein neuer Kunde? Kommt an Bord. Ja, ich bin doch gerade von Bord, du Dödel. Ach, so, die sehen alle gleich aus. So das sind die Turmgruben, Vaskas Hütte, Jesat Obelisk. Ja. Und, das haben wir. Vena. Jesat, da ist er. Na gut, dann gehen wir da gleich mal hin. Ich könnte was zu trinken. Auf los geht's los. Und für die Wölfe musst du mal in die Höhle rein. Ja. Ja. Ja, wir müssen ja noch mehr. Also wir haben ja 3 Stück. Und ich glaube 4 Stück fehlen uns noch. Moment. Die Monolithen. So. Ja, da ist er. Und dann ein paar Ertrunken. Da ist er, ja. Da ist er.
Rein damit. Sephira und Obelisse sind verschmolzen. Die alten Zauber funktionieren. Gut. Den hätten wir. Zurück zum Weg. Ah ja, die Ertrunkenen schleichen hier immer rum. Ja. Hier ist der nächste. Tja, da kommen wir von hier nicht hin. Und bevor wir von hier, hier hoch, hier rüber und da gehen, dann gehen wir lieber unten rum. Da können wir in der Höhle gucken, ob es da noch Wölfe gibt. Hier, ja, hier ist die Höhle. Mhm. Da können wir in der Höhle gucken, ob es noch Wölfe gibt. Also zurück, Marsch, Marsch und dann an den Tongruben vorbei. Nichts zu tun. Warum hast du nichts zu tun? Aber ich glaube, das habe ich ihn schon mal gefragt. Hat er mir damals schon nicht verraten. Überall schleichen Ertrunkene rum. Ja, wie immer. Gibt es da jede Menge von der Sorte? Ein Blödzeuger. Den hatten wir ja schon. Hier ist Melitele, da können wir ja was reinpacken. Wegen Mistelzweifel. Aufpassen, ja, sonst kommt man in den Ort der Macht. An seinem Fuß befindet sich ein Altar. Ja. Gehen wir mal eine Erdbeere rein. Danke. Ganz schön kracht dieser Altar. Ah, ich fürchte, das muss mal wieder sein. Er besteht drauf. Du musst ja auch noch diese Dinger hier für, da musst du nachts mal hin, um diese komischen Ghule abzumorzen. Stimmt's? Ja, die Algule, die sind also ja nur nachts ja da. Ja. Zwei haben wir ja. Der wollte einfach nicht umfallen, ne? Das habe ich für Kalksteine für die Schlachten. Ja. Kalkstein will drei Töpfchen Algulmark. So, hier ist der Höhleneingang. Ja, will ich mal speichern. Ja. Schad hier nix. Sein alle Wölfe sind hin. Dann hast du Pech. Tja. Ah, oh, sind Wölfe. Das sind sie. Was eigentlich? Ja, hat er in seiner großen Weisheit in der Gerald das Blatt gebrochen findet. Gar nicht so einfach im Dunkeln. Aber ich denke mal, hier deinem Grunenhain sind auch wieder drei Wölfe. Die kommen wohl immer im Dreierpack. Scheint so, ja. Na, dann haben wir ja genug. Nee, jetzt haben wir... Na, jetzt haben wir noch nicht. Jetzt fehlt uns noch einer. Aber wenn beim Grunenhain nochmal drei sind, haben wir ja mehr wie genug. Ja, ich hoffe, dass sie nochmal drei sind. Oh, ich glaube schon. So, hier haben wir ja alles gesehen. Wir haben uns ja auch eins von diesen... Sephiroth ja, geholt. Da geht's ein raus. Sephira. Nach Westen. Ach, ich guck ja nach Westen. Ich fall immer wieder drauf rein, dass der das da auf der Karte meine Blickrichtung falsch anzeigt. Mhm. Und dann laufe ich natürlich immer in die falsche Richtung.
Will schon wieder jemand was von mir? Verzupf dich. Schon ein lustiger Gang irgendwie. So. Park kann man ja mitnehmen, aber es geht ja relativ schnell. Herausforderungen mehr. Nö. Aber 50 ertrunkenen Hirne geben eben auch 50 Ohren. Ja, muss ich ganz schön lange für arbeiten. Danke. Ja. Das mach mal besser aufspielen. Meinst du, es könnte langweilig werden? Könnte langweilig. Ja. Könntest recht haben. Ach, guck mal, der arme Kerl. Ist er ganz alleine da. Oh. Obwohl, ich muss sagen, ganz ehrlich, noch irgendwie mochte ich diesen Holzfäller-Boss sowieso nicht. Aber trotzdem ist es schade um die Punkte und um das Geld. Ja. Auf der anderen Seite sind sie alles abholzen wollen. Jetzt steht der Wald wenigstens noch. Ja. Auch wenn wir eine Ecke Punkte weniger haben. Und Geld auch. So, die Ritter warten immer noch drauf, dass wir sie anführen, tun wir aber nicht. So, für eine Wette, die müssen wir unbedingt mitnehmen. Ja. Aber noch mehr davon? Ich glaube nicht. Wir müssen jetzt sowieso Schiss machen. Gut. Dann holen wir uns die Wölfe beim nächsten Mal. Genau so. Okay. Bis dann. Ciao. Tschüss.